Ja, moin Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Grounded. Ja, gestern haben wir den Mixer ordentlich durchgemixt. Ja. Coole Sache, hat gut funktioniert. Also beim zweiten Durchgang zumindest. Und heute habe ich mir überlegt, werden wir wieder mal ein bisschen was bauen, weil ihr habt es ja gestern gemerkt, wie oft ich hin und her rennen musste. Wir brauchen langsam den nächsten Turm, dass wir auch Seilbahn zurückführen können. Das heißt, wir werden heute mal ein bisschen Pilzkram sammeln. Wir werden Pilzziegel herstellen. Wir werden alles Mögliche, was wir verarbeiten können, verarbeiten. Und werden nochmal gucken, ob wir nebenbei noch ein paar Federn bekommen, damit wir die Dächer fertig kriegen. Jo, was noch? Dann, Bild des Monats. Hatte ich ja schon im Livestream erwähnt gehabt. Der Gewinner des Bild des Monats Mai war ja Kibo. Jetzt sind alle drei Bilder online auf Instagram und nochmal im Discord. Und hier auf meinem YouTube-Kanal. Hier habt ihr jetzt die Möglichkeit abzustimmen, wer der endgültige Gewinner des Quartals ist. So, und das würde ich, also die Abstimmung würde ich einfach mal, was weiß ich, bis Ende des Monats laufen lassen. Weil es gibt den einen oder anderen, der das nicht gleich sieht oder der das verpennt hat oder nicht drüber benachrichtigt wurde oder. Deswegen denke ich mal, machen wir das zusammen mit dem Bild des Monats Juni. Das heißt dann, wenn das wieder das erste Gewinnerbild veröffentlicht wird, wird dann auch der offizielle Gewinner gekürt. Und da gibt es ja eine kleine Xbox-Guthabenkarte. Genau. Ich glaube, da müsste man alles Wichtiges gesagt haben. Okay, dann war es das für heute und... Nee. Also, wir fangen jetzt erstmal an und knallen hier alles voll. Weil wir brauchen alles irgendwie und ich denke, da macht es Sinn, wenn wir auch alles verarbeiten jetzt. Okay, dann mal los. Ich brauche einen Automatisierungsprozess, dass ich nur noch einmal klicken muss und alle Dinger sind voll. So. Und dann hat mir jemand in die Kommentare geschrieben gehabt, dass... derjenige davon ausgeht, dass noch einige DLCs kommen werden nach dem Release. Also, es kann gut möglich sein, dass DLCs kommen. Ich wäre auch die Person, die sich die alle kaufen würde. Warum nicht? Also, bei dem Spiel auf jeden Fall. Aber, derjenige hat noch dazu geschrieben, weil er geht davon aus, es sind noch viele Labore im Teich und hinten in der Mauer, die jetzt geschlossen sind, dass das als DLC dazukommen würde. Ja, ich weiß es nicht genau, aber ich gehe sogar mal stark davon aus, weil im Teich die Labore, sowie in der Mauer, die sind schon seit bestimmt einem Jahr vorhanden und die sind auch schon lange fertig. Also man hat sich da schon oft reingeklitscht und hat sich die Dinge angeschaut, die sind fertig. Und ich gehe davon aus, die Labore, die hier verbaut sind, werden nicht nachträglich als DLC oder so reingebracht. Ich gehe stark davon aus, dass die zum Release wahrscheinlich dann entweder sind sie weg, weil sich was geändert hat, oder man macht sie wirklich endgültig mit auf, weil dort die Story weitergeht oder wie auch immer. So, wo ist die Krähe? Ich habe die Krähe gehört und ich sehe sie nirgends. Ich sehe sie nicht. Da sitzt sie auch nicht, dann ist sie wieder auf der Flasche da hinten. Ja, da sitzt sie doch. Der Geier. Okay, die ersten Dingens haben wir voll. Dann machen wir noch gleich Pilzziegel, einen ganzen Haufen. Achso, da muss ich weiter hier stehen. Da haben wir ja gestern schon einiges verbaut. Aber das sollte hinhauen. Währenddem der ganze Kram brennt, könnten wir schon mal... Ach, die müssen wir ja auch leer machen. Und nein, die 6er, die 10er. Solange wir sie noch haben. Passt. Dann läuft das auch alles durch. Das heißt, wir haben noch Seile übrig. Und dann müsste der Turm weitergebaut werden. Das bedeutet... Die sieht kaputt aus. Warum sieht die kaputt aus? Die ist aber nicht kaputt.
Sieht so ein bisschen, na gut, okay. Den müssen wir wegmachen. Ja, da unten kommen wir wohl nicht mehr dran. Doch, kommen wir dran, weil der Boden muss ja auch weg. Da muss ja dann geändert werden. Komme ich da noch raus? Ja. Das heißt, da muss ein Rundboden hin. Herstellen. Blub. Nee, da nicht. Da. Holen wir gerade mal noch 3 Stück. Und da lassen wir die Krähe erstmal ein paar Federn verlieren. Und mal gucken, vielleicht kurz vorm Ende der Folge gehen wir nochmal Federn sammeln. So, und dann geht der Turm schön rund nach oben. Da müssen wir mal gucken, der muss nicht zu hoch, der müsste zumindest ein Stück über die Grashöhe. So, dass man, wenn man hier ankommt, nicht in den Stängeln hängen bleibt, ist ja klar, ne? So. Ja, so viel hoch muss er gar nicht mehr. Lassen wir den noch, ich sag jetzt mal, 4 Dinge nach oben. Das könnte sogar schon reichen. Okay, also brauchen wir Pilzziegel. Haben wir zwar noch nicht viele, aber immer so ein Stück für Stück. Dann müssen wir noch Trampoline bauen. Ich könnte es hier auch ganz nervig machen und einfach eine Leiter nach oben. Aber wenn, dann wollen wir es ja schon. Recht schön bauen. Okay, da oben komme ich nicht dran. Das heißt, hier brauchen wir jetzt Rundböden. Diesmal machen wir es nicht mit Gras, mit Holz. Diesmal bauen wir es so. Das heißt, das ist 1, 2, 3. In etwa so, genau. Und dann brauchen wir ein Trampolin. Da, Sprungnetz. Und das richten wir erstmal durch die gerade Kante. Haben wir schon hier vorne. Muss erstmal grob getestet werden. Also wir brauchen Käfergummi, Sprössling und Blütenblätter. Käfergummi, Sprössling und Blütenblätter. Oh, haben wir auch nicht mehr viel. Sprösslinge müssten wir noch einige da haben. Und Käfergummi müsste eigentlich auch genug da sein. Wenn nicht, müssen wir uns ein bisschen was machen. Sollte aber eigentlich noch irgendwo. Ah, ich sag's doch, haben wir doch noch da. So. Dann nehmen wir mal ein paar Platten mit. Dass wir zumindest die erste Ebene bauen können. Okay, das sieht schon mal gut aus. Okay. Das sieht so klein aus. Das sieht in dem Turm irgendwie viel größer aus. Aber es müsste so eigentlich funktionieren, ganz normal. Warum auch nicht? Wir gehen mal kurz ein paar Grasstängel holen. Holen wir hier vorne ein paar. Um es einfach mal schnell zu probieren. Elfriede lebt immer noch da unten in dem Kasten drin. Der scheint es da unten echt zu gefallen. So, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bap, 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 bap. Tja, dann brauchen wir gleich noch mehr Federn, wenn der Turm fertig ist. So, und ich habe mir überlegt, ich werde eine kleine Plattform bauen da oben. Auf der Größe von dem Turm. Und irgendeinen zentralen Punkt, wo dann alle Anker dran gehen. Mal gucken, ob das umsetzbar ist, aber ja, sollte hinhauen irgendwie, ne? So, den noch.
Oh, da fällt mir ein, irgendwer hat auch gefragt gehabt, ob man nach dem Release das Spiel dann auch wieder von vorne beginnen muss. Oder wie das aussieht, ob man weiterspielen könnte. Also ich glaube, muss wäre es wahrscheinlich nicht. Ich wüsste halt nicht, was sollte dann fehlerhaft sein in den Spielständen. Aber das ist jetzt meine Meinung. Es ist der Release. Das heißt, komplette Quest von vornherein, komplett alles fertig gebaut. Also ich werde definitiv einen Neustart machen. Weil sich da ja wirklich vieles geändert oder hinzugekommen ist. Das gefällt mir nicht. Ich müsste ja dann rein theoretisch. Ja genau, der kloppt doch am Kopf da oben an. Die funktioniert doch so nicht. Ja. Das meine ich. Das heißt, der müsste eigentlich weiter nach hinten. Ah, das sieht schon besser aus. Das sieht schon besser aus. Jetzt müssen wir aber erstmal. Ja, komm, stell dich nicht so an. Probieren wir mal. Funktioniert. Okay. Es funktioniert. Und das müsste von der Höhe her dann eigentlich schon reichen. Weil wenn ich den Turm noch höher mache, haben wir das Problem, desto höher müssen die Seilbahnen am anderen Ende wieder. Und dann bauen wir wieder Riesentürme und alles riesig und. Nee, das wollen wir nicht. Also mal gucken, ob die Pilzsiegel durchgebrannt sind. Oh ja, sieht gut aus. Geht, sieht gut aus. Ich hätte es auch gleich mal wieder auffüllen sollen. Macht, glaube ich, Sinn. Pilzbrei muss ich jetzt nicht auffüllen, weil da haben wir ja wirklich noch 617 Stück jetzt noch drin. Also bis ich das verheizt habe, das dauert einen Augenblick. Aber die Pilzziegel könnten so schon fast reichen. Nein. Okay. Aha. Nein, das war zu niedrig. Einer weiter nach oben. Da, da, da und da. Das heißt. Von der Höhe her sieht es eigentlich ganz gut aus. Würde ich auch nicht wirklich viel höher gehen, weil sonst, wie gesagt, sonst haben wir das Problem, dass wir es auf der Gegenseite. Ah ja. Wie viel haben da jetzt gefehlt? Zwei oder nee, vier Platten. Eins, zwei, drei, vier. Das funktioniert noch nicht so ganz. Dann vielleicht doch ein Stückchen weiter raus. So, jetzt ist die Frage, wie baut man das jetzt sinnvoll, dass man irgendwie. Hm.
Am liebsten hätte ich halt was in der Mitte, aber da springt man ja hoch. Das heißt, vielleicht hätte ich eine Idee. Wie würde das aussehen? Ja, die kann ich ja nicht mittig setzen. Da wird's Problem sein, wir springen da mit dem Kopf dagegen. Was wäre, wenn halb hoch? Wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren, was ich mir gerade vorstelle. Ein da, ein da, ein da. Das ist zu niedrig, da kloppt mir dagegen. Hey, was war das jetzt? Puh. Das Problem ist, wenn ich die jetzt außen hier dran mache, dann rutscht die dagegen und zack nach unten. Oder ich müsste wirklich nach außen erweitern, die Plattform. Also genauso wie da oben. Das ist halt nicht so hübsch. Aber es bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Wie sieht denn das aus, wenn ich das mit... Hallo? Es muss ja nicht weit nach außen gehen, ne? Das wäre dann so. Die müssen wir dann nochmal tauschen. Mal wenn ich hier eine Ecke draufsetze. Wäre sogar mehr Platz. Ja, man muss halt ein bisschen hin und her probieren. Aber es müsste trotzdem noch funktionieren. Das ist, das geht. Hier komme ich hoch. Das heißt, ich werde, wenn ich hochkomme, auf die Seite abspringen. Das heißt, rein theoretisch könnte ich mir hier irgendwas hinbauen. Jetzt wäre mehr kreativ. Jetzt wäre mehr kreativ. Ne, oben drüber kann ich keine machen. Aber kann ich da jetzt einen Haken dran machen? Müsste doch eigentlich, ich glaube, habe ich schon mal gebaut mit Haken. Es geht. Okay, dann probieren wir noch was. Der ist doch größer.
Basketballkorb. Da gehen nämlich auch Haken dran. Und dann hätte man einen Stamm, sage ich jetzt mal. Der Korb, der stört so ein bisschen. Gibt es noch eine Variation? Oder die Leiter? Das könnten wir auch nochmal probieren, weil dann haben wir keinen Korb, dann haben wir da eine Leiter einfach stehen. Das wäre auch nochmal ein Versuch wert. Da irgendwie die Haken dran gehen. Ne, gehen sie doch. Würde auch gehen. Das würde auch gehen, sogar in alle Richtungen. Noch eine daneben gesetzt. Und da die Haken dran. Am besten von außen. Dann bleibt man nämlich da. Dann könnte man da... Erstens, das könnte ich mir beliebig erhöhen. Erhöhen, verhöhen, ach keine Ahnung. Höher machen. So. Das muss ich jetzt mal ausprobieren. Dann könnten wir nämlich zwei Stück noch hier hinstellen, zwei Stück noch da hinstellen. Und da einfach die Ankerpunkte dran. Und das sieht wahrscheinlich vom Design dann später gar nicht so schlecht aus, weil man sieht es vielleicht dann nicht als Leiter. Das ist dann wie so ein Holzgerüst. Also, ja, was heißt Holzgerüst? Im Endeffekt ist es ja dann sowas hier. Nur einmal umgedreht. Und vielleicht kann ich es da oben auch noch irgendwie schön verpacken. Wir haben kein Gras mehr. Super. Aber die Idee finde ich gar nicht mal so schlecht. Das gleiche müssten wir nämlich dann hier hin machen. Da eine. Da eine. Da eine. Und da eine. Nee. Hä? Da eine. Die weg. Kann ich jetzt an die Leiter wieder irgendwas dran bauen? Das wäre jetzt die nächste Frage. Weil, wenn das geht, dass ich jetzt hier, das wäre hier und da und der, 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 der. So, und wenn ich jetzt da hinten die rausmache, wird es wahrscheinlich wieder... Es hält. Es hält auf den Leitern. Und da ein Dach drauf. Ich glaube, die Idee ist gar nicht mal so doof, oder? Und ich springe ja eh auf die Schräge daneben. Das heißt, wir könnten das rein theoretisch auch hier vorne hinbauen. Das ist ja das, was ich schon tausendmal gesagt habe. Ihr müsst herumprobieren. Einfach ausprobieren. Macht aus irgendeinem Material, was nicht dafür geeignet ist, macht's geeignet. Einfach ein bisschen ausprobieren. Auch nur so bin ich da unten auf den Kronleuchter gekommen. Hier auf den Dingens hier, ne? Immer schön ausprobieren. Das heißt, mir brauche jetzt ordentlich was an Gras. Mir brauche Holz. Dann hört sich die Geschichte doch schon ganz gut an. Ich
immer ein Stückchen weiter, da bei dem Tümpel ist schlecht. Hier weg. Einer wird da wohl noch auftauchen. Sieht schon cool aus, wenn man hier reinkommt. Hat was. Vielleicht hier vorne noch mal besser beleuchten. So, und hiermit geht's dann seit... vielleicht müsste ich das höher machen. Das müssen wir dann... mir mal angucken. Es könnte gehen. Es kann passieren, dass ich da oben dagegen knalle. Es könnte aber auch so funktionieren. So, komm, einen noch. Aber ich finde es an für sich dann nicht schlecht, weil dann könnte man herkommen. Nimmt dann nämlich den hier. Stellt sich mal irgendwo hin, wo man nicht runterfällt. Zack. 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 Und dann würde der Turm so aussehen. Gehen wir mal schlafen. Und gucken uns die Geschichte nochmal an. Ja, so angucken ist ja wieder praktisch. Na, gehen wir mal was essen, mal was trinken. Glühwürmchen will nicht weg. Hat irgendwie was. Ist mal was ganz anderes. Ja. Wir machen das mal heller. Blende mal weg. Machen das mal heller. Ja. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, was haltet ihr von der Idee mit den Leitern? Es wäre halt eine Möglichkeit, wo ich die Haken dran machen könnte. Also zumindest immer von außen dran. Das heißt, wenn ich dort ankomme, mit viel Glück lande ich dann auf den Dingen. Falls nicht, dann geht es halt nach unten. Aber gut, okay. Aber da fehlt halt Pfosten, die man auch mal mittig setzen könnte oder so irgendwas. Das fehlt halt noch, ne? Aber ansonsten finde ich es doch schon ganz cool. Das ist doch... Ich denke, wenn da noch Federn drauf sind, wenn das fertig gebaut ist, noch schön leuchtet, sieht es vielleicht gar nicht mal so verkehrt aus. Ist halt immer blöd mit den Plattformen. Das gefällt mir da oben auch nicht. Das würde ich am liebsten ganz anders bauen, aber da fehlt uns leider das Material. Ja, aber wir sind bei 30 Minuten angekommen. Ihr kennt das Spielchen. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonnieren, kommentieren. Ihr kennt das Spiel, ne? Ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Das hier sieht cool aus. Also bis denn und tschüss.